Hallöchen, ihr Lieben. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder zurück in Berlin in der Wohnung. Ich bin gestern sehr gut angekommen. Heute war ich dann einkaufen. Ich mache mir gerade Spaghetti mit Pesto. Oh, ich sehe gerade, ich muss die Kalender umdrehen hier. Das habe ich einen Monat natürlich verpasst, ne? Ich war den ganzen April nicht hier. Und vor allem im April in meinem Analog-Bildkalender ist meine kleine Cousine drauf zu sehen. Sehr süß. Aber vielleicht auch da ganz gut. Dann sieht man es auf jeden Fall nicht im Hintergrund des Vlogs. Ach, aber im Mai sieht man meine Oma und meine Schwester. Das ist auch schön. Ich habe heute das erste Shopping-Erlebnis beim Einkaufen. Shopping-Erlebnis beim Einkaufen. Hier in Berlin auf jeden Fall in einem Rewe gemacht und in einem Dance war ich auch noch. Und es war auf jeden Fall irgendwie nochmal ein bisschen anders als in NRW. Also alles irgendwie so extrem organisiert. Das gesamte Einkaufscenter hatte so ein komplett neues Konzept aufgebaut. Und da dachte ich mir so, boah, da muss man sich jetzt echt erstmal irgendwie dran gewöhnen. Das war jetzt auch erstmal genug Geplapper für den Vlog-Anfang. Oh nee, eine Sache noch. Ich habe ein Paket abgeholt. Toll. Und dann habe ich im Dance mir noch einen anderen Nu-Kakao-Riegel geholt mit Himbeere drin. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht sogar noch geiler finde als Crunchy Nougat. Ist auch wirklich richtig, richtig lecker. Ich finde die beide sehr lecker. Es kommt halt darauf an, ob man gerade Lust auf so hauptsächlich schokoladig hat oder auch auf was Fruchtiges. Kann ich euch sehr empfehlen. Diese Riegel ist natürlich keine bezahlte Werbung. Aber falls ihr Nora auch guckt, die hat da glaube ich auch einen Code für. Guten Morgen. Im Hintergrund hört den Tagesschau, die ich gerade noch höre vor der Uni. Ich habe einfach gerade gesehen, dass ich hier auf der Schulter so einen blauen Fleck habe und einen roten von dem Tragen der Einkäufe gestern. Da seht ihr mal, wie schwer die wirklich waren. Also tut jetzt nicht weh oder so, aber ich war gerade so, huch, was ist das denn? Ich habe gerade am Fenster noch kurz mit meiner Nachbarin gequatscht. Die ist über 90 und holt sich jeden Morgen Brötchen, hat sie mir gerade erzählt. Und ja, es ist unglaublich, wie fit die einfach ist. Die hat keine Gehhilfe oder irgendwas. Die kann so lange und viel auch am Stück reden. Und ich weiß nicht, ich finde es sehr beeindruckend, in so einem hohen Alter so viel noch machen zu können. Die war wohl aber auch früher Hochleistungssportlerin. Das spielt da mit Sicherheit auch rein. Kurzer Zwischenstand. Und zwar haben wir einen Podcast angehört zum Thema Corona. Im Prinzip ein Kommentar. Ich kann euch den Podcast mal unten verlinken. Ich kann euch den wirklich empfehlen. Ich finde den sehr gut. Da geht es darum, dass so abgewägt werden soll. Dass im Prinzip so Freiheit gegen Sicherheit steht und so, wenn es um Corona geht und bei sehr vielen Fragen in der Politik und im Leben. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit nämlich häufiger mal Fragen bekommen zu meinem Studium und deshalb dachte ich, ich kann ja einfach in den Vlogs dann auch immer mal wieder ein bisschen davon erzählen, damit ihr so einen Eindruck bekommt und vielleicht ist es ja für einige von euch auch was. Oder die Richtung. Ich meine, in dem Kurs ist es halt jetzt einfach Journalismus im Prinzip und das kann man ja auch woanders studieren. Falls ihr studiert, was studiert ihr so? Das würde mich auch interessieren und ich glaube, es würde auch viele andere interessieren. Little dance break. Jetzt geht's weiter mit der Uni. Und mein Mood is lifted. Kein Denglisch und so weiter. So, Unitag ist für heute vorbei, beziehungsweise ich muss nachher noch was für den Kurs für übermorgen machen, weil wir morgen eine Abgabe haben. Aber jetzt höre ich erstmal Känguru-Chroniken und laufe wieder zum Einkaufscenter, weil ich mir eine Vase kaufen möchte und Blumen. Weil irgendwie habe ich Lust auf sowas Frühlingshaftes. Wenn ich halt schon nicht so viel rausgehe und so, dann ist es irgendwie vielleicht ganz nett. Ich merke wirklich gerade, dass ich aktiv gegen Einsamkeit was machen muss, weil ich das so überhaupt nicht gewöhnt gerade bin, keine Menschen um mich rum zu haben. Und es ist so verrückt für mich, weil ich eigentlich so gern alleine bin. Aber allein und einsam ist halt schon was anderes. Thank you.
Also Freunde, das gefällt mir noch nicht so gut. Die Vase ist viel zu groß. Und die Blumen fliegen da so drin rum. Aber ich habe Blumen und darüber freue ich mich. Linseneintopf. Und Mirella. So ihr Lieben, ich habe gegessen. Es war sehr lecker. Ich liebe diesen Linseneintopf. Ich habe außerdem gerade eine E-Mail bekommen von der POP, also von meiner Akademie. Meiner Akademie, wo ich halt hingehe. Und die haben mir gesagt, dass ich nächste Woche mein iPad abholen kann. Und ich freue mich so doll darauf. Ich habe momentan nämlich auch so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu koordinieren mit dem Online-Unterricht. Ich freue mich so darauf. Ich habe das bei meiner Schwester jetzt schon eine Weile mitverfolgt, wie toll man einfach am Tablet arbeiten kann. Besonders eben diese Möglichkeit, das alles handschriftlich zu machen. Wobei mir da gerade einfällt, ich habe halt nicht diesen Stift. Worüber ich aber reden wollte, ist, dass ich wieder einen Brief von der DKMS bekommen habe. Ich muss das einmal erneuern. Ich habe das eigentlich schon gemacht. Da habe ich auch ein Video zu gedreht. Kann ich euch mal verlinken. Also, ich habe es mir jetzt nochmal durchgelesen. Den Test, den die da jetzt machen, der ist für den Zytomegalie-Virus. Vielleicht spricht man es auch anders aus. Und jetzt geht's hier los. Zwei Minuten trocknen. So, das Ganze ist verpackt. This is also day 25 of the 30-day morning yoga movement. Wie ihr seht, war ich auch duschen. Habe heute Morgen noch Sachen für die Uni online abgegeben. Also musste einfach so Texte einsprechen. Ich habe einmal hier aus dem Märchenbuch von Hans Christian Andersen die Schnecke und der Rosenstock. Und dann noch die Chaos-Schwestern. Ich habe es geliebt früher und ich finde es immer noch witzig. Und da kann man ganz gut mit Stimmen, verschiedenen Stimmen arbeiten. Für heute steht ein Museumsbesuch an. Und zwar wollte ich in das Spionagemuseum. Es hat seit vorgestern, glaube ich, wieder auf. Also habe ich echt Glück. Und es ist so geregelt, dass man eben nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt dann dahin darf. Und man muss dann halt auch irgendwann wieder raus. Also es ist halt wirklich so zeitlich begrenzt. Und wenn man zum Beispiel für 10 Uhr eine Karte kauft, muss man auch innerhalb von 15 Minuten wirklich reingehen. Und so können die halt eben kontrollieren, dass nicht zu viele Menschen da drin sind. Später habe ich mich noch mit einer Freundin zum FaceTime verabredet. Ich muss echt ein bisschen darauf achten, dass ich mir jetzt strukturiert ja so Dinge einplane, damit ich nicht einsam werde. Das ist so ganz komisch, weil ich noch nie diese Situation hatte, dass ich wirklich lange und ohne Ende in Sicht, sage ich mal, alleine war. Das ist einfach was komplett Neues. Ich meine, ich war alleine in Australien, aber ich hatte ja die ganze Zeit Menschen um mich rum. Ich hatte ja meine Gastfamilie. Auch beim Reisen, ich habe ständig Menschen kennengelernt. Jetzt gerade hier ist aber niemand. Meine Mitbewohnerin ist nicht da. Die kommt allerdings vielleicht bald mal vorbei. Meine Freunde sind fast alle noch ausgeflogen und nicht in der Stadt. Und es ist nicht so einfach und eine ganz neue Gefühlswelt für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte immer, ich kann total gut allein sein. Und ich dachte immer so, ich liebe alleine sein. Und das tue ich auch. Aber allein sein und einsam sein sind halt wirklich zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und damit man nicht einsam wird, wenn man sehr viel alleine ist, muss man halt erstmal herausfinden, wie man das eben verhindert, so. Und einfach auch Sachen machen, damit ich nicht die ganze Zeit mir dessen so bewusst bin, dass ich einsam oder alleine bin. Auf der anderen Seite habe ich auch gestern Abend gemerkt, dass es gut tut, sich dem Gefühl auch mal hinzugeben. Also für einen Moment dann auch zu akzeptieren, dass man halt gerade ein bisschen einsam ist, ein bisschen traurig und das Gefühl dann halt wieder gehen zu lassen. Das ist auch ganz oft in Meditationen so, dass die das einem sagen. So, ja, akzeptiere, dass das Gefühl da ist, fühle das Gefühl und lass es dann gehen. Weil wenn man Gefühle immer so verdrängt, dann staut sich das alles nur an und irgendwann kommt es geballt alles auf einen zu und dann kann man es nicht mehr verdrängen. Deshalb besser dann mal kurz richtig fühlen und keine Ahnung, wenn man ein bisschen traurig ist. Ich zum Beispiel sing dann gerne noch einen traurigen Song oder so und fühle das so richtig. Und danach fühle ich mich auch besser, weil dann kann ich es einfach so gehen lassen. Und das kann ich auf jeden Fall als Tipp an euch rausgeben. Hallöchen! Ich hatte gerade Uni und es war irgendwie ganz witzig. Wir sprechen gerade die kleine Hexe. Und man muss wirklich sehr aus sich rauskommen, aber mir hilft das sehr, dass da ein Bildschirm zwischen ist und wir uns gerade nicht alle in echt sehen, weil ich tatsächlich da einfach so Hemmungen habe, wenn ich vor Leuten stehe, wirklich so 100% aus mir rauszukommen. Also ich kann
deutlich mehr zeigen, wenn ich halt alleine bin oder wenn ich das aufnehmen kann, hochladen kann oder auch wenn ein Bildschirm einfach dazwischen ist. Diese Hemmschwelle muss ich natürlich abbauen, ansonsten wird das nichts in der richtigen Arbeitswelt. Aber ich habe gerade die kleine Hexe aufgenommen, bin echt ganz zufrieden. Das ist irgendwie total lustig, sich das danach auch anzuhören und zu hören, wie man selber die Hexen gesprochen hat. Und es ist auch einfach schön, wenn man bei sich selbst Fortschritte sieht. Ich habe am Anfang so doll immer gemerkt, dass ich mehr geben wollte, aber so stimmlich das nicht rauskam. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber dadurch, dass ich auch energetisch gesehen so eher introvertiert bin, habe ich das dann so im Kopf, aber es kommt nicht raus. Es kann nicht umgesetzt werden irgendwie. Und das habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich muss einfach immer sehr übertreiben, damit es dann so auf dem Level ist, wie ich es mir vorstelle. Es wirkt dann oft nicht so übertrieben, wie es in meinem Kopf dann eigentlich schon wäre. Das ist alles ein bisschen wirr, aber so ist halt der Übungsvorgang. Und ja, ich dachte, ich erzähle immer mal wieder vom Studium, weil es wird immer interessanter und spannender. Und viele von euch schreiben mir auch regelmäßig mittlerweile zu meinem Studium und fragen nach und so. Und es hier zu teilen hilft vielleicht allen so ein bisschen. Und jetzt gibt es erstmal Mittagessen und dann sehen wir mal, was der Tag noch so bringt. Jetzt habe ich Freizeit. Ich kann alles gestalten, wie ich Lust habe. Wir haben sehr, sehr viele Hausaufgaben aufbekommen zur nächsten Stunde. Es fühlt sich gerade schon an, als würden die Abschlussprüfungen wieder anstehen. So viel müssen wir gerade machen. Aber es ist okay, weil ich habe auch Bock und ich habe auch in den letzten Tagen wieder so Energie gesammelt, auch das machen zu können, weil ich jetzt ja auch länger wirklich kaum was machen musste. Afternoon Espresso mit Hafermilch und super süßer Tasse. Und jetzt wird dieser Vlog hier bearbeitet. Hallöchen ihr Lieben, es ist mittlerweile Samstag und ich habe den Vlog fertig geschnitten und dabei ist mir eingefallen, dass ich noch ganz lustige Videos aus dem Museum habe und zumindest eins davon möchte ich euch einblenden. Kurze Backstory, das war so ein Raum, in dem man zwischen Laserstrahlen durchsteigen sollte. Man hatte irgendwie nur so ein paar Sekunden Zeit und sollte eben bis zum anderen Ende des Raums kommen und durfte dabei die Laserstrahlen nicht berühren. Diese Laserstrahlen sieht man in dem Video aber nicht und das ist, glaube ich, so eine Infrarotkamera. Man sieht aber, wie ich mich da so verrenke und irgendwie versuche durchzukommen und ich musste sehr lachen, als ich das Video gesehen habe. Vielleicht belustigt es euch auch ein bisschen. Here you go. Das Museum war tatsächlich nicht so interessant, wie ich es mir erhofft hatte, aber man kann auf jeden Fall mal hingehen, gerade wenn man irgendwie mit mehreren Leuten unterwegs ist, ein paar interaktive Sachen sind da wirklich ganz witzig. Ich möchte aber auf jeden Fall in Zukunft nochmal mehr so in Kunstmuseen geben. Die können irgendwie bei mir immer irgendwas auslösen, außer halt so alte Ölschinken von irgendwelchen reichen Menschen aus der Vergangenheit, die dachten, sie müssen sich 20.000 Mal malen lassen. You do you, aber das finde ich nicht so spannend. Aber so abstrakte Kunst und so, ich liebe das, weil man so viel reininterpretieren kann. Und die Kreativität anderer Menschen zu bewundern, ist sowieso was sehr Inspirierendes. Ansonsten wollte ich noch sagen, dass ich jetzt viel besser mit diesem Alleine-Sein zurechtkomme wieder. Und obwohl ich nicht groß Sachen unternehmen kann, das mit dem Museum tat mir gut. Und es war halt wirklich auch, ich weiß nicht, ich habe 5 Leute getroffen oder so insgesamt. Also wirklich super wenige Leute waren da. Man musste eine Maske tragen und ich bin mir ziemlich sicher, dass da jetzt nichts irgendwie mit Ansteckung und so weiter passiert ist. Und da würde ich sagen, hatte ich echt Glück, dass ich das jetzt so machen konnte. Aber wie gesagt, mir geht es viel besser schon. Ich komme viel besser mit der Situation wieder klar. Ich musste mich einfach irgendwie, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen. Es ist ja auch einfach ein Riesenunterschied aus einem Haushalt mit 3 anderen Leuten in einen Haushalt, in dem du ganz alleine bist. Aber jetzt gerade entdecke ich auch wieder die ganzen Möglichkeiten, was es ja auch bedeutet, allein zu wohnen, wie viel Freiheit man einfach hat. Das mag ich auch gerne. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis zum nächsten Video. Macht's gut.